Und weiter geht's. Warum habe ich jetzt schon wieder Schaden bekommen? Immer dieser Schaden. Du hast aber einen Schaden. Y, ich hoffe, die Endportalblöcke können nicht abgebaut werden, aber... Ne, dürften sie eigentlich nicht, weil wir können die ja auch nicht abbauen. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen schwer, das zu berechnen. Bis auf, dass sich da gerade überhaupt nichts vor mir anzeigt. What the fuck? Danke. Dankeschön. Habe ich jetzt die Zahl eigentlich noch? 3. Damit so ja drin stehen bleibt. Z. Wo ist meine Map? Das Tolle ist, ich habe jetzt gerade gar keine Orientierung mehr. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung mehr, in welche Richtung jetzt richtig ist. Dankeschön. N. Wo habe ich das Ding platziert? Wo ist der Anfangsspawn? Das ist hier. Also muss ich hier in die Richtung. Ja, wer ist mit Y? In die Richtung. Darf ich platzieren? Muss ich ihn in die Richtung so, also so lang nach vorne. Erstmal dafür sorgen, dass ich keinen Orientierungssinn mehr habe. Da möchte ich dir gratulieren. Zu mir sagen, es leckt schon wieder. Oh, was machst du denn die ganze Zeit? Ich war gerade disconnected. Ja, dann sollst du aber eigentlich nicht mehr rumlegen. Ey, ich suche einen Hydra-Hideout. Das ist ja wohl klar, wie ich das anstelle. Ja, indem du einfach auf deine Map schaust, wo das rote Land ist. Also hier ist ein rotes Land, aber leider ohne Hydra. Das macht keinen Sinn. Willst du es sehen? Das macht aber... Da ist jedenfalls kein Symbol. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Ich habe erwartet, dass die überall ist. Wenn schon rotes Land. Nee, die haben doch auch nur eine bestimmte Chance. Hä, in den Wäldern sind doch auch immer diese anderen Dinger eben, die da im Wäldern sind. Aber nicht unendlich. Und auch nicht immer. Ich habe bisher immer da hinten. Oh, das war das hellrote Land. Da hinten kommt ein dunkelrotes und da ist jedenfalls ein Labyrinth in der Nähe. Wenn da jetzt also eine Hydra ist, dann wäre das episch. Dann brauche ich auch nicht noch weiter die Welt vergrößern. Ja, das solltest du auch nicht machen, weil das ungesund ist. Nichts anderes tut man aber in Minecraft. Das Spiel will uns sagen, unsere Welt ist schon groß genug. Nichts anderes tut man in Minecraft. Hier ist schon klar, dass die Welt begrenzt ist. Was? Welche Welt ist begrenzt? Ja, die hier. Danke, dass ich wieder nichts bekomme, wenn ich Blöcke abbaue. Ah, das hier ist wieder so ein Pilzbiom. Ich reiße es einfach hier alles nieder. Mal gucken, ob ich was kriege. Ja, das danke, dass ich schon wieder rausgeflogen bin. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder keine Orientierung mehr. Weiß jetzt wieder nicht, wo ich hin muss. Du hast doch eine Karte, die immer nach Norden zeigt. Ja, aber ich muss ja wissen, wo ich meinen alten, wo ich die ersten Marker platziert habe. Dann muss ich wissen, wo ich den nächsten platziere. Hilft dir nicht die rote Linie, die das eh verbindet? Die verbindet es ja erst, wenn ich es gesetzt habe, und zwar richtig. Dann weißt du immer, wenn es falsch war. Nein! Tja, ja, toll. Es kann überall falsch sein. So gut wie überall. Das bringt überhaupt... Jetzt fliege ich schon wieder raus. Kannst du mal aufhören damit? Ja, warte, ich bin da schon fast da. Oh, vor mir ist ein riesiges Loch. So, gehen wir meine Enderlili endlich. Ist das schlimm? Und wo ist... Da ist der Bohrer. Hätte ich auch gerade in der Hand. Das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich. Also, ich habe hier eine Hydra. Oh, ist jetzt richtig. Jetzt kann ich wieder nichts abbauen. Wahrscheinlich fliege ich gleich nochmal raus. Keine Sorge.
Der Enderman steht auch einfach rum. Ah, machen gut. Wir das Ganze doch gleich kurz und schmerzlos. Jetzt, ja, kurz und schmerzlos, indem du einfach aufhörst damit. Indem ich mich da jetzt reinporte und dann ist es einfach allemal erledigt. Also wenn ich so lang renne und dann wird immer mal wieder eine Linie Chunks gespawnt, erstmal. Das ist halt schon scheiße. Wenn der Server komplett abkackt, dann bist du schuld. Der wird es schon aushalten. Jetzt habe ich gar keine Quacknowite-Brust mehr, WTF. Jetzt hast du sie weggebackt. Oh, sie schwebt um mich rum. Okay. Ich muss sie nur noch einsammeln. Ich muss sie nur noch einsammeln. Beweg mich jetzt erstmal gar nicht. Damit sich das Ganze hier beruhigt. Das Witzige ist aber, die Rüstung schwebt um mich herum. Jetzt, wenn das dem Server nicht zu aufwendig wäre, das zu generieren, das zu machen, whatever. Da ich glaube, ich bin raus. Das passiert jedenfalls nicht. Da baut wieder wer. Ja, du hast das Spiel verlassen. Ups. Tja. Life is life. Das macht eigentlich überhaupt keinen. Du trittst schon wieder bei. Ah, ich habe meine Rüstung eingesammelt. Ah, das Gebiet vor mir ist da. Sehr schön. Ich habe wieder keine Orientierung. Wo habe ich das jetzt hingesetzt? Irgendwo hier. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo hier. So. Gehen wir die Linie lang. Die Linie. Ja, ich port mich jetzt einfach nur hier. Wie viel habe ich geschrieben? 52? 54 oder was? Also vorhin hast du 54 geschrieben. Ich sehe den alten Chat nicht mehr. Hä, warum nicht? Das war auf jeden Fall 54. Hat er jetzt den Block gesetzt? Ja, hier. Das war 54, ja. Auf welcher Höhe stehe ich jetzt gerade? Ich habe sogar perfekt gesetzt, lol. Okay, dann braucht man wirklich mindestens 3 Platzmarker, wie scheint. Tja, oder gleich 4. Für was braucht man 4? Das letzte Deck kann er doch ausrechnen. Na und früher musste man alle 4 setzen. Nein, musste ich man nicht. Schon mal das hat bei dir noch nie funktioniert. Das wäre von hier nach. Oh mein Gott, auf der exakten Linie zu bleiben, wird aber richtig schwer. Und da muss ich auch noch exakt in der Linie sein. Oh nein. Warte mal, was? In welche Richtung ist denn die Linie? Das wäre dann nach hier. Das wäre dann... Minus... Minus 159. Und diese Höhe wäre es. Dann bräuchte man noch. Hä? Oh. Warte mal, wer ist denn das? Das ist Bug of Phoenix. Okay. Portalleiter. Aua. Ja, hier, da. Dieses Ding befindet sich jetzt auf welchen Koordinaten? Oh, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich verbrenne. So, auf dieser Höhe. Scheiße. Dann geht's jetzt in die Richtung, also das wäre die Z-Koordinate. Minus 146. Ja, genau. Ich wollte meinen Rucksack doch nicht wegschmeißen. Warte mal, du musst hier gleich bleiben, oder? Stimmt, warte. Er muss ja auf der Höhe gleich bleiben. Warte mal. 97? Das ist die dritte Zahl, theoretisch. Also 97. Wo habe ich das jetzt gesetzt? Hier irgendwo.
Ja, hier irgendwo. Hier irgendwo im Nix. Und irgendwo. Ah, da. Jetzt müssen wir wieder die Richtung hinkriegen zur Orientierung. N. Ja. Okay, wo in der Richtung wird's? Ist 100 minus 195 ist in der Richtung. Stimmt, es muss auf der Linie gleich bleiben. 150. Oder? Ich glaube schon. Oder es muss auf der Linie. Ja, stimmt, auf der Linie ändert sich ja, das weiter vorne ist, logischerweise. Also muss auf der Linie gleich bleiben. Also ist dieses Ding auf exakt den Koordinaten. Atlaros. Exakt auf diesen Koordinaten. Was ist Atlaros? Ja, ich habe Atlaros gefunden. Wie episch. Und jetzt rat mal, was passiert ist. Ich habe genau die Stufe drunter von Spitzhacke, die man braucht. Und ich kann es nicht abbauen. 97. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll ich denn für eine Hacke haben, um das abzubauen? Hä? Irgendwas hat mich hochteleportiert. Oh lol. Oh shit. Hast du mich gerade teleportiert? Das war nicht mein Name. Oh nein, das wollte ich jetzt aber nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab dich in eine Koordinate im End teleportiert. Das ist normalerweise nicht wirklich so. Ich bin am keinen Schimmer, wo ich bin. Wo ist mein Atlaros? Warte mal, gibt es Slashback? Und auch noch tot bin ich! Das kannst du mir doch nicht antun! Du kannst es eh nicht abbauen! Das weißt du doch gar nicht, vielleicht hat es nur geleckt und es liegt dort. Das ist irgendwie sehr unwahrscheinlich. Wobei ich echt glaube, ich kann es nicht abbauen. Weißt du, wo du dich hingegraben hast? Kein Schimmer, wo das jetzt war. Irgendwo hier in dem Gebiet. Super, da komme ich nie wieder hin. Da kommt Feuer aus dem Boden. Ja, ist irgendwie logisch beim Feuergebiet. Bau einfach eine Query auf, du wirst es finden. Logisch. So wie ich das gerade mache. Ich brauche noch einen Angel Block. Also brauche ich noch ein Gold und ein Obsidian. Hier ist Gold drin. Hier sind Federn drin. Und hier ist Obsidian drin. So, jetzt öffnet euch bitte alle nacheinander Kisten. Da habe ich schon mal das Obsidian. Schön. Da habe ich schon mal mein Gold. Jetzt brauche ich noch meine beiden Federn. Den Marker mache ich mir dann auch gleich, wenn ich mein Inventar wieder geleert habe. Das Endstein brauche ich nicht, das kann ich hier weglegen. So, zwei Federn, einmal Goldbahn, einmal Obsidian und dann habe ich wieder einen Angel Block. Dann brauche ich einen Redstone, einen Stick und einen Lapis. Einen Stick und einen Lapis Lazuli. Seit wann kann man mit Unendlichkeit schießen, ohne einen Pfeil dabei zu haben? Du hast keinen Pfeil dabei, bist du dir da sicher? Nö, aber ich kann schießen. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe kein Pfeil im Inventar, ich bin doch nicht blind. Oh, bis auf dass meine Rüstung dafür für diesen Test scheiße ist. Wo ist der jetzt der Pfeil, den ich jetzt geworfen habe? Ah, da. Das Licht am Bogen. Knochenbogen ist einfach episch. Lohnt sich die 60 Level zum Reparieren. 70 inzwischen. Ich hab doch gesagt, schau an dem Amboss. Hier sind keine Pfeile drin, ernsthaft? Das ist aber Mob Drop. Strange, warum? Ich hatte Pfeile also bislang immer dabei. Hatte ich immer so wenig Pfeile. Ist die Hydra immun gegen Pfeile?
Du kannst ihn nur in den Mund treffen, das weißt du doch. Oh, Oder du Mist. haust unten direkt auf die Füße drauf, aber das ist sehr schwer und umständlich, weil die ja immer dich nervt. Weil der immer dir kontinuierlich auf den Sack gehen möchte. Damit. Also Füße lassen sich jedenfalls nicht mit Pfeil erwischen. Eins, zwei und drei. So. Tja, dann mache ich es wohl doch mit Nahkampf. Also, Part Ende und tschüss.